kein Produkt wurde bei mir mehr angefragt als das. Also was ich von diesem Serum halte. Und zuerst wollte ich es mir natürlich nicht holen, weil es gibt schon was dran auszusetzen. Aber durch das, dass die Nachfrage auch relativ hoch war und ich bei meiner Abstimmung für die Review-Woche da auch viele Stimmen drauf gekriegt habe, habe ich es mir geholt und habe es ausprobiert. Was ich an dem Produkt auszusetzen habe, heute wird es nicht ganz so positiv, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und du befindest dich in der Review-Woche. Das ist bereits schon Tag 6. Du findest unter dem i eine Playlist mit allen Produkten, die ich in der Woche vorgestellt habe. Und wenn du eh nicht zeitgleich guckst, dann guckst du so oder so unter dem i, da findest du alle Videos, die ich in der Woche gemacht habe. Und heute sprechen wir über ein für mich recht schwieriges Produkt. Denn dazu muss ich kurz sagen, was für ein Hauttyp ich habe. Ich habe eine fettige Mischhaut. Also in der T-Zone recht fettig, an manchen Stellen ein bisschen trockener. Und bei mir ist es halt so, es gab Zeiten, wo ich Öle auftragen konnte, aber ich bin da komplett weggekommen von, weil es halt nicht wirklich positiv für meine Haut ist. Ne? Also das ist durch die ölige Konsistenz tatsächlich ein Serum für mich, was ich nur abends auftragen kann und dann auch nicht in einer beliebigen Menge. Also ich versuche schon ein bisschen mehr aufzutragen, dann habe ich aber wirklich eine speckige Haut. Und jemand, der schon eine fettige Haut hat, und die habe ich halt nun mal, für den ist das Empfinden, so ein Produkt aufzutragen, nicht gerade positiv. Ich weiß, dass die liebe Shenya vom Discord, Grüße gehen raus an dich, das Produkt damals, als es rausgekommen ist, hat sie sich das gekauft. Sie hat es aber wieder verkauft, weil eben die Konsistenz von dem Produkt halt einfach schwierig ist. Ne? Also wenn du schon fettige Haut hast, sollst du dann noch Öl auftragen? Das ist halt nicht gut, ne? Weil gerade jemand, der eben fettige Haut hat, der neigt eben auch zu Pickeln. Klar, das gibt es auch für trockene Haut, dass man eben picklige Haut hat. Aber bei fettiger gibt es das eben auch. Und man hat automatisch die Leute so ein bisschen ausgeschlossen, die eben diese Problematik haben. Also da würde ich mir wirklich eine Überarbeitung wünschen. Denn Fakt ist, wenn jemand halt wirklich eine trockene Haut hat, dann kann er sich meinetwegen danach noch ein Öl auftragen oder irgendwie mit einer Feuchtigkeit irgendwie mit einem Produkt arbeiten, was Feuchtigkeit liefert. Aber so wird es schwierig, denn ich kann von dem Produkt selber auch, ich habe ein bisschen rumprobiert, maximal 5 Tropfen auftragen, viel fehlt nicht. Und dann ist halt die Frage, bei so einer geringen Menge, die ich auftrage, macht das Serum irgendwas in meiner Haut? Also bringt es dann irgendwie eine Wirkung, wenn ich so wenig nur auftragen kann? Das ist ein Zwei-Phasen-Produkt, man schüttelt es, ich habe es jetzt schon geschüttelt und erhält so eine milchige Flüssigkeit. Wir haben es hier mit Acelensäure zu tun. Acelensäure ist wunderbar, wenn du eben schon erwähnt zu Pickeln und Mitessern neigst. Dann kann Acelensäure entweder entzündungshemmend sein oder die Produktion von Pickeln komplett unterbinden auf deiner Haut. Aber wie schon erwähnt, bei der Menge, die ich halt da nur auftragen kann, wird es halt schwierig. Und wenn ich das mit dem beliebten Produkt von Face Theory vergleichen soll, dann stinkt es natürlich schon dementsprechend ab, weil ich es halt, wie gesagt, nicht so verwenden kann, wie ich das möchte. Es sind halt auch Ceramide drin und für mich ist es nicht untragbar, versteht mich da nicht falsch, aber ich mag halt nicht. Also jemand, der fettige Haut hat, kennt dieses Gefühl. Du wäschst deine Haut und fühlst dich dann ein bisschen befreiter von dem Hauttalg sozusagen. Und dann gehst du nicht nach der Reinigung wieder her und machst die Haut wieder fettig. Ne? Also das macht keiner irgendwie gerne. Und das Gefühl habe ich da halt irgendwo. Denn es wird auch in dem Werbeversprechen so ein bisschen versprochen, dass die Kombination Feuchtigkeit liefert und das finde ich halt ein bisschen schwierig, denn man kann Feuchtigkeit eben auch mit anderen
Konsistenzen eben in die Haut bringen, damit sie halt eben für jeden irgendwo tragbar wird. Denn layern kann jeder, ne? Also wenn man jetzt sagt, irgendwie man konzipiert das Produkt so, dass man eine Basis verwendet, die halt eher auf Feuchtigkeit basiert, damit man es halt leichter auftragen kann. Und jemand, der halt eben eine recht trockene Haut hat, der eben diese Pflege braucht, der kann dann auch nochmal hergehen und sagen, man verwendet entweder eine fettigere Creme oder noch ein zusätzliches Öl. Ich kann hier nichts mehr rausziehen, sozusagen. Also man hat so eine ganze Sparte an Endverbrauchern halt einfach ausgelassen. So wie es halt ganz häufig ist mit Duftstoffen, dass eben extrem viele Produkte mit Duftstoffen rauskommen und diejenigen von uns, die die Duftstoffe eben nicht vertragen, die haben halt dann Pech gehabt. So ist es hier halt eben wirklich mit dem Fettigsein. Ich finde, das geht für das Produkt einfach überhaupt nicht klar. Ich weiß von Zuschauern von mir, dass die mit dem Produkt zurechtkommen. Deswegen ist es umso wichtiger, wenn du mit dem Produkt klarkommst, schreib das bitte unten in die Kommentare rein. Schreib deinen Hauttyp dazu und welche Reihenfolge du beispielsweise bei deiner Skincare anwendest, also wie du es verwendest, weil da oft auch Fragen aufkommen. Also gerne unten in die Kommentare schreiben, denn meine Haut zählt ja nicht für alle anderen. Das ist ganz wichtig. Und manchmal sind es auch nur Nuancen, die beim anderen einfach nicht funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben da halt einfach auch alle abdecken. Und ich kann ja eben nur aus meiner Sicht sprechen. Im Großen und Ganzen, Ceramide sind eine tolle Sache. Azelaensäure ist auch eine super Sache. Aber für mich ist es einfach ein Inhaltsstoff. Bei mir funktioniert der irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt schon ein paar Produkte verwendet mit Azelaensäure und habe da das Gefühl, ich habe überhaupt keine Benefits. Also ich bin ja so ein großer Niacinamid-Freund und Säure mag ich auch gerne, aber die Azelaensäure bringt bei mir irgendwie nicht so viel. Das Positive, und das habe ich jetzt vergessen, ist, du kannst diese Säure mit der BHA, PHA oder AHA-Säure kombinieren. Das geht auf jeden Fall klar. Also da gibt es keine Probleme. Aber es zählt halt wirklich auch, was deine Haut sagt. Ne? Auch wenn ich jetzt hier sage, es gibt da keine Probleme. Teste es erstmal aus, ob du kombinieren kannst und ob deine Haut reagiert. Und unterliegt nicht der Falscheinstellung, ja, meine Haut wird sich schon dran gewöhnen. Wenn deine Haut reagiert, dann musst du einfach in deiner Skincare zurückfahren. Das ist das A und O auf jeden Fall. Also mich würde es wirklich interessieren, kommst du mit dem Produkt zurecht? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Wir sehen uns ein letztes Mal morgen wieder. Tschüss!